dürfen diese Videos hier genießen und möchten auch noch einmal verdeutlichen, dass ihr sowohl abonnieren solltet, die Glocke aktivieren solltet, als auch einen Kommentar da lassen solltet. Hey! Was? Ups. Hab dich jetzt eingesperrt, Baby. Hände hoch! Hände hoch! Du heißes Flittchen! Jetzt dreh dich um! Jetzt sag mir, wer ist dein Daddy? Du bist mein Daddy. Okay. Ich hab dich gern, Baby, komm. Bitte nicht. hier ist das ein Junge, braucht dringend einen Felsinitäter bei der Lexington, die am Bossa liegt. Braucht ganz dringend einen Felsinitäter hier vor Ort. Komm. Ich raided von Grove gestern noch. Alter, ihr habt gestern aber richtige Breitseite bekommen. Da war ich aber froh, dass ich du gestern europatechnisch ficken war. Mein Gott, da. Sind nochmal 4 dazu bekommen, 7 dazu gekommen. Ja genau, wir machen die jetzt, komm, wir holen. Ey, dein Ernst, Mann! Und schau direkt entgegenpushen, Jungs, wir haben genug Masse, wir können direkt entgegenpushen. Push, dann wir direkt hinterher. Er war richtig sauer. Er war richtig sauer. Unten in der Kohle, Vorsicht! Da einfach in die Kuh! Danke. Mach's, Ben. Alles klar, besser, dann folgen wir mal kurz, ja? Die haltet kommen. Ihr gegen, haltet ihr entgegen, ihr habt die Sonne im Rücken. Ihr habt die Sonne im Rücken. Wir haben die Sonne im Rücken. Haltet. Die sehen uns nicht, haltet ihr. Die auf geht auf den, der ganz offen ist. Von links nach rechts, ganz links, von links nach rechts, von links nach rechts, der links, links, halt. Hinter uns Backstabber, hinter uns Backstabber. Links halt. Die sind auf dem Field, Leute. Haltet da rein. Haltet hier, vor uns, direkt vor. Keiner achtet auf die Backstabber, keiner. Nicht einer! Nicht einer achtet auf die Backstabber! Das ist so dumm! Guck mal, die sind da rechts alle am Schießen! Das checkt einfach keiner von denen! Das sollen wir das reparieren? Wieso geht's? Ach, Annette flieg! Ja, jetzt geht das. LG Thomas, ne? Danke. Thomas, du wirst jetzt abgeholt von Fusco. Ja, ich schmeiß das Flugzeug raus, ich krieg Kopfschmerzen. Digga, was ist das? Fliegst du? Digga, ich mach nichts! Ey, wir sterben! Oh mein Gott, Digga. Du bist ein eingestiegen, du standst draußen. Ich war mir im Fahrrad. Scheiße. Nein. Haut rein, Jungs. Bitte lass mich einfach fliegen. Ey, seid ihr abgeholt? Ja, keine Ahnung, wir machen gerade Loopings in die Erde oder so. Digga, das Flugzeug war ich. Eine große Fresse und danach plötzlich hab... verkriechst du dich hinter deinen Kollegen ich hab... so einen Lauch. Ich versteck mich! Kommst du mal mit mir? Ich muss dir hinten eine lutschen! Tatü, tata, Hurensohn am Steuer! Hurensohn am Steuer! Boah, Alter, nee. Du kriegst echt den Preis, wa? Was den Preis, der echt verdient? Ja, ich weiß. Ich bin schon lange Polizist, von daher. Mir geht's gut. Falls, ja. Und wie geht's dir? Nervös? Ja, ich auch. Oh mein Gott! Ausgeschmissen von der Familie. Ich fahre im Funk, ich verspreche es. Oh, Entschuldigung. Nein.
Hey, hey, lass da nicht los! Ich hab nichts gemacht. Ja, mach hier die Salle. Niemals, sie ist meine Geisel. Hände hoch! Sie ist meine Geisel! Ach du Scheiße. Ey, das war Spaß! Seid ihr doof? So ein Posten. Da zögere ich nicht lange. Es gibt viele Momente, an denen man das machen soll. Aber nachdem die gesamte Familie. Junge Freitiala. Also ich kann Ihnen sonst noch Froning empfehlen. Froning. Nö, Froning, geh mir bloß weg mit Froning. Das ist schon sowieso eine Drecksau. Achso, twerken. Da hilft twerken. Ja, der mag twerken. Okay. Ja, wenn sie bei Froning twerken, kriegen sie auch. Der hat gestern geheiratet Spaß. Wieder. Ja, Linus. Mit dem Linus, ja. Ja, haben Sie Linus schon mal gesehen? Nee, aber der, ich glaube, der ist ein BD, oder? Zierlich, beweglich. Okay. Twerk-Künstler. Ja. Geben Sie mein Lexi Twerk out. Ja, das kenne ich, ja. Kenn ich. Der Choreograf war Linus. Ach Quatsch, oder? Der hat diese Twerk-Choreografie geschrieben. Und als Froning das gesehen hat, hat er ihn gleich mitgenommen. Junge. Wir sind ganz weg, ne? Hier ist keiner mehr. Achso, hä? Komm, die hier sind, wir fahren schon mal rein, die anderen können nachkommen, wir fahren hier Richtung Norden nochmal hoch. Keine Ahnung, kann sein, dass die schon weg sind. Ne, da fährt noch einer. Ich weiß nicht. Aha. Ja, hallo. Hä? Ich habe aber auch unten einen Handschuh vor allen Dings drin, ne? In den Hohlraum reingeguckt. Hast du nichts gesehen? Hab ich nicht gesehen. Ach komm mal, du hast nichts gesehen. Ja, was, nicht so, aber ich hoffe, du redest nicht laut, Gerber. Nee. Was denn dir mein Schweigen wert? Was willst du haben, sag an. Feierabend? Ja, ein bisschen, ne? Ich will ach Mensch. Fall, auf jeden Fall was essen. Du liegst ja noch. Was essen gehen, ja komm. Ja, aber essen, ganz teuer oder? Essen, ne? Teure Restaurant. Ja. Wünsch dir was, ja. Am Hutladen. Das ist jetzt ein doofer Zeitpunkt. Gemacht. Ich weiß nicht, ob einer von denen jetzt redet oder so. Ich will dir eine Frage stellen, Mann. Ja, du darfst TikTok benutzen, du musst halt nur verlinken. Alles gut. Wenn sie sich einmal umdrehen, können sie mir dann hinten sagen, was auf diesem Bild zu sehen ist und wo sich das befindet? Die hat's einfach echt gemacht, Digga, Killer. Klippen. Ja, ich habe halt noch nicht so viel Erfahrung gesammelt, da muss ich natürlich jetzt hier eher aus dem Film zitieren. Ach, gar kein Problem. Ich hab das Gefühl, die wollen was irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das die sind aufgeregt. Das ist so Zeichensprache. So einer auf läuft alles und dann mach ich so, ja, läuft alles. Ich hab das Gefühl, der Stuhl geht immer mehr kaputt. Der geht halt immer mehr kaputt. Der ist jetzt schon durchgebrochen. Der ist jetzt schon komplett durchgebrochen, ne? Ich glaube, so lange hält er nicht mehr. Guck mal, wie ich hier drauf liege. Seht ihr das? Komm raus! Ja, komm raus! Hier Polo! Auf den Dach! Noch einer weg! Ganz links! Ja, ganz links! Hinter der Dach! Komm, Digga, easy! Ey, hört ihr mal zu! Zwei nach Hauptstraße! Ja, das ist... Diese Heavy Sniper ist einfach so ein Scherz, ne? Da ist noch eine! Drückt ihr auch, Digga? Was? Wer ist der hier? Die pushen noch, die zwei! Wo? Ich zieh!
Dings, Kello, er will dafür. Also, guck mal, pass auf. Die wollen jetzt einen Wagen wegfahren. Und er hat gesagt, fand ich gut, tatsächlich. Er hat uns gesagt, wir dürfen mal was fordern. Also, wir dürfen sagen, was wollen wir dafür haben? Wie viel Geiseln oder so. Ob er das annimmt, steht dann auf einem anderen Zettel. Aber wir können halt mal darüber so nachdenken. Die haben noch 11 Geiseln. 11, dann gehen wir runter. 5 weg. 5. 5? Boah, das ist viel für ein Auto, sag ich dir. Ja, aber das ist ja der Hab und Gut, was da drin ist, ne? Mach einfach 6, dann geht er runter auf 5. Versuch einfach so hoch, wie du willst. Du bist doch. Ja, du bist doch Dings. Sofort, wo du herkommst, ehrlich. Osman. Versuch einfach, ehrlich. Sag 7. Sag mal 7. Sag mal 7. Bitte, sag 7. Kerno, sag 7. Okay, hallo. 8. Wir haben überlegt. Ja? 9 Stück. Ja. Ich hab nur Angst, dass rechts der Flügel irgendwas berührt. Okay. Oha! Easy! Oh, steigen! Dieses Gefühl. Ich hätte noch eine Frage, bevor wir loslegen. Wie sieht's aus mit Anwesenheitskontrollen hier vor Besprechung? Was? Ich mach bei der Besprechung mit, bin Ehrengast, Triade. Okay, bin weg. Digga, die sagen auf einmal alle, wo kommt der denn her? Was macht der hier? Ist es Ihnen doch aufgefallen? Ja, weil ich hab gefunkt und mitgeredet. Ach Mann, du bist so doof, du hättest nicht reden dürfen. Na, also auch scheiße. Aber Andrew? Was haben die gesagt? Die haben sich alle gewundert, was macht der denn hier? Hä, ist der im Funk? Ich bin auch in so einem Fake-Funk und hab so geschrien, wisst ihr? Damit die denken, die hören mich alle. Wie geht? Andrew, was geht? Was machst du? Dann. Kevin ist besser als du. No front. Willkommen im Kartellkommando. Meinst du das ernst? Meinst du das wirklich ernst? Meinst du das wirklich ernst? Findest du Kevin echt besser als mich? Peppy, 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 ich bin happy. Peppy, Peppy, Peppy.